Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich diskutieren wir heute genau dasselbe, was wir in einer der ersten Plenarsitzungen in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt 2018-2019 debattiert haben. Der Tenor ist überall der gleiche. Es sind die anderen dran schuld, nämlich der Länderfinanzausgleich. Das kennen wir ja von dieser Regierung überall. Gestern hatten wir das vom Innenminister uns dreimal anhören müssen. Die Stadt Frankfurt ist daran schuld oder wie auch immer. Oder war es nur zweimal? Kann auch sein. Aber es war immer noch zweimal zu viel gewesen, weil natürlich eine gute Gesetzesvorlage auch geprüft werden muss. Sondern hier ist es jetzt der Länderfinanzausgleich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war dabei. Ich bin ja schon lange hier in dem Haus. Das kann ich mir manches erinnern. Der Länderfinanzausgleich, über den sich Herr Boddenberg gerade so beschwert hat, wurde von Roland Koch verhandelt und beschlossen. Ich will das nur einmal deutlich machen. Ich bin es nämlich leid, dass immer diese Märchen aufgebaut werden. Sie können höchstens sagen, Herr Kollege Boddenberg, Herr Hahn, Sie waren damals Fraktionsvorsitzender der Regierungsfraktion FDP. Sie waren auch dabei. Ja, ich war auch dabei. Nur ich beschwere mich nicht darüber, so wie Sie, dass es einen bösen Länderfinanzausgleich gibt, wenn ich weiß, dass die Hessische Landesregierung damals unter der Verantwortung von Roland Koch diesen Seien Sie doch einfach mal ein bisschen ruhig. Es ist die Wahrheit, die ich gerade vortrage. Da muss man wirklich nicht noch hereinblöken. Da muss man wirklich nicht noch hereinblöken. Es ist so. Im Zweifelsfalle können wir ja, wer eingeladen ist, am Freitagabend den Roland Koch selber fragen. Zweite Bemerkung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, lieber Kollege Boddenberg, Sie haben recht. Es ist nicht egal, wer Hessen regiert. Sie haben aber Unrecht, wenn Sie daran anschließen, die Feststellung, dass Schwarz-Grün in den letzten vier Jahren eine seriöse Finanzpolitik gemacht hat. Das hat Schwarz-Grün nicht. Es war keine seriöse Finanzpolitik. Und der Minister Dr. Schäfer hat es ja vorhin sogar selbst angedeutet. Natürlich war das wieder ein bisschen neblig gewesen. Deshalb will ich es etwas präziser formulieren. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie das Basisjahr 2013 nehmen, und ich nehme das so gerne, weil das noch meine Mitverantwortung als stellvertretender Ministerpräsident dieses Landes war, und wenn wir eine entsprechende Vorlage des damaligen und heutigen Finanzministers Thomas Schäfer hatten, nämlich die mittelfristige Finanzplanung, also Basis 2013, Vorlage Thomas Schäfer. Wahrheit ist, dass abweichend von dieser Vorlage Mehreinnahmen im Jahre 2018 von 4,5 Milliarden € gewesen sind. Also innerhalb von fünf Jahren eine Steigerung zu der Steigerung, die man ja schon ausgerechnet hatte, von 4,5 Milliarden €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Thomas Schäfer und alle diejenigen, die 2013 Steuerschätzungen zu bearbeiten haben, sich so verkalkuliert haben, sich so verrechnet haben. Aber man kann es ja wenigstens auch noch einmal sagen, Herr Schäfer, dass Sie jetzt so viele zusätzliche Einnahmen haben. Ich finde es unseriös, wie Sie hier auftreten und so tun. Es wäre Ihre Arbeit gewesen, es wäre Ihre Leistung gewesen. Mitnichten. Es war nicht Ihre Leistung gewesen, sondern es war die Leistung, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die Konjunktur bedingt unsere Bürgerinnen und Bürger und unsere Unternehmen in diesem Lande erwirtschaftet haben. Und wenn wir davon etwas abgeben über den Länderfinanzausgleich, lieber Herr Boddenberg, so wussten wir das im Jahre 2001, dass das geschieht, und haben deshalb hier auch in der Verantwortung der FDP eine Klage nach Karlsruhe gebracht, weil wir das ändern wollten. So wird ein Schuh draus, aber nicht nach dem Motto, das ist einfach mal so zufällig hier, so Manna kam vom Himmel, Thomas Schäfer saß drunter und hat es eingefangen, und das war seine Leistung. Und das geht ja noch weiter. Im Jahre 2019, wieder Basisjahr 2013, damit Sie sich ja immer wieder daran erinnern, das war schon von Thomas Schäfer gemacht. 2019 zusätzliche Einnahmen von 5,3 Milliarden €. Zusätzliche Einnahmen von 5,3 Milliarden €. Sich dann hierher zu stellen und zu sagen,
Es ist aber superklasse und eine Leistung dieser Regierung, dass der kommunale Finanzausgleich so hoch war wie noch nie, dass die Abgaben woanders hin so hoch sind wie noch nie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie bescheiden ist das eigentlich im Intellekt? Wie bescheiden ist das eigentlich im Intellekt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und wenn Sie die eigene Folie 7 so mitlesen, die der Minister vor wenigen Tagen im Zusammenhang der Pressekonferenz am 15.06. man soll ja immer richtig zitieren, der Presse vorgelegt hat, hat er stolz dieses Diagramm gezeigt. Schön. Also die höchste Verschuldung war mit 43,2 Milliarden € im Jahre 2015. Okay, das wissen wir. Dann wurde der Abbaupfad gemacht bis zum Jahre 2022. Sehr verehrte Damen und Herren, da ist mal mindestens eine Landtagswahl dazwischen. Und dann sind wir bei 42,1 Milliarden €. Also von 2015, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre. Ich mache es mal ein bisschen plastisch, damit wir verstehen, wie wir ein bisschen verhohnepiepelt werden. Sind wir dann auf einmal bei 42,1 Milliarden €. Eine Reduzierung der Schulden um 1,1 Milliarden €. Jetzt erinnern Sie sich daran, was ich eben gesagt habe, mit den zusätzlichen Mehreinnahmen. Und da kommen Sie davon, dass das noch nicht einmal ein Fünftel der Mehreinnahme für 2019 ist, die wir jetzt zur Reduzierung der Schulden bis 2022 einsetzen. Das kann doch nicht irgendwie seriös sein. Das ist doch nicht nachhaltig. Aber woran liegt das denn, liebe Kolleginnen und Kollegen? Da kommen wir wieder zur Haushaltsdebatte. Es liegt daran, dass diese Regierungskoalition kein Geld zur Verfügung hat, um zusätzliche Schuldenabbau vorzunehmen. Sie planen ja ab dem Jahre 2020 mit minus 200 Millionen Euro, Entschuldigung, die abgebaut werden sollen. Kollege Schmidt hat darauf schon hingewiesen. Mag ja sein, dass einer von uns beiden ein schlechter Rechner ist. Aber ich komme dazu, dass wenn man den Plan mit den 200 Millionen Abbau pro Jahr vornimmt, man sogar 215 Jahre und nicht eine 133 Jahre braucht, um das abzubauen. Was hat das mit nachhaltiger und was hat das mit seriöser Haushaltspolitik zu tun, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen? Nichts. Aber Sie haben ja kein Geld dafür, um mehr Schulden abzubauen. Weil Sie sind ja, und das ist mein dritter Teil, weil Sie sind ja stolz darauf, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Sie sind ja stolz darauf, dass man sich so benimmt, wie Sie sich benehmen. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte was, dann sagen Sie nicht, ich überlege mal, sondern dann sagen Sie wie früher beim Metzger, und soll es noch ein Viertel mehr sein. Deshalb habe ich es ja auch gesagt, damit der Metzgermeister mitreden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich ziehe das nicht ins Lächerliche, sondern ich möchte es mal mit einer anderen Art des Vortrages, weil Zahlen sind ja tierisch langweilig. Und viele lassen sich davon ja auch vernebeln. Und auch die Presseberichterstattung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der schreibenden sendenden Front, haben sich ja am Freitag ein bisschen zunächst vernebeln lassen von dem, was der Minister vorgetragen hat. Sie geben für allen möglichen Kram Geld aus. Und deshalb haben Sie gerade für den Schuldenabbau pro Jahr ab 2020 nur 200 Millionen € zur Verfügung. Das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht im Sinne der Flexibilität künftiger Generationen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist höchst fahrlässig. Es baut nämlich auf einem einzigen Gedankenbild auf, das heißt, die Konjunktur bleibt so, wie sie ist. Okay, Sie haben sich ein paar Rücklagen verschafft. Darüber können wir uns im Haushaltsausschuss gerne noch ein bisschen fachlicher unterhalten. Das ist gar nicht mein Thema. Aber wenn die Konjunktur schwächelt, wenn Herr Draghi mit seiner Zinspolitik sich verändert, und wir lesen das ja tagtäglich in den Zeitungen, dann ist das System, dann ist die Grundlage des Systems nicht mehr da. Und jetzt hören Sie mir auf, mir zu erklären, ich sehe schon, wie Kollege Kaufmann den Kopf schüttelt, das würde nicht interessieren, weil die Verschuldung auf Jahre und Jahrzehnte hinaus gesichert ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das mag ja sein. Habe ich denn gesagt, dass 2025 Schluss ist? Ich sage aber, die Art, wie Sie Politik machen, ist irgendwann einmal mit dem Ende der Seriosität und der Nachhaltigkeit verbunden. Weil dann haben Sie das Geld ausgegeben, Sie haben es verfrühstückt, Sie haben damit Wahlgeschenke gemacht, wie z.B. die Kindergartengebührenbefreiung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht haben Sie sich ja sogar über den 28. Oktober damit gerettet.
Ich glaube das übrigens nicht. Meine Erfahrung in den letzten 30 Jahren hessischer Landespolitik zeigt, dass die hessischen Bürgerinnen und Bürger viel zu clever sind, dass man sie kaufen kann. Die hessischen Bürgerinnen und Bürger sind nicht käuflich. Sie haben vielleicht ein Gefühl, was ihnen zusteht oder nicht. Und dieses Gefühl ist vielleicht manchmal anders als das Gefühl von Jörg Uwe Hahn und der Freien Demokratischen Partei im Hessischen Landtag. Aber sie haben ein Gefühl. Und deshalb preisen Sie das mit ein, würde man an der Börse sagen. So funktioniert also keine. Aber ich merke ja, der Kollege Boddenberg war ja richtig gut vorbereitet und will damit Wahlkampf machen. Deshalb machen wir auch dieselbe Debatte noch einmal, die wir vor, ich weiß es nicht, vor 2 Monaten gemacht haben. Ich ende mit der Feststellung, meine sehr verehrten Damen und Herren. In unseren Augen brauchen wir eine finanzpolitisch nachhaltige Haushaltspolitik. Wir müssen Schwerpunkte setzen. Die Schwerpunkte sind für die Freien Demokraten Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, innere Sicherheit. Und bei vielen anderen Gebieten müssen wir schauen, ob wir uns die Kosten noch leisten können, die wir derzeit ausgeben. Ich glaube, nein. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit Blick auf die Landtagswahlen im Oktober und wenn ich jetzt die einleitenden Redebeiträge vom Finanzminister und vom Fraktionsvorsitzenden der CDU Revue passieren lasse, war das ja anscheinend hier auch Ihr Ziel oder auch der Zweck der Debatte. Aber dann kann man das natürlich durchaus tun, dass man jetzt hier die Gelegenheit nutzt, um darüber zu sprechen, welche finanz- und haushaltspolitischen Vorstellungen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft hier die verschiedenen Fraktionen im Haus so haben. Die Finanzplanung der Landesregierung für die Jahre 2018 bis 2022 sieht unter anderem vor, dass das Land Hessen Schulden abbaut. Ein Punkt, den Sie ja, auf den Sie besonders stolz sind, den Sie öffentlich immer wieder hervorheben. Und ich bin in diesem Zusammenhang dem Kollegen Schmidt sehr, sehr dankbar, dass er noch einmal deutlich gemacht hat, dass die CDU die Verdoppelung oder die mehr als die Verdopplung der Schulden des Landes Hessen, dass das CDU-geführte Landesregierungen zu verantworten haben. Eine Tatsache, der Sie sich dann auch in der Debatte stellen müssen. Und natürlich ist dem auch zuzustimmen, dass man feststellt, dass der Abbau von 200 Millionen Schulden Jahr für Jahr, also Altschulden, dass das nicht mehr sein kann als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da macht es doch keinen Unterschied, ob die FDP dann errechnet, man bräuchte mehr als 200 Jahre, um dann die Schulden des Landes Hessen abzubauen, oder mehr als 100, wie die SPD es rechnet. Es zeigt doch am Ende, das ist nicht mehr als Symbolpolitik, die Sie da machen und für die Sie sich ungerechtfertigterweise feiern lassen. Und aus unserer Sicht, und da gibt es dann, glaube ich, die größeren Kontroversen, ist doch das eigentliche Problem, dass Sie diesen minimalen Schuldenabbau den Menschen als einen ganz großen Erfolg einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik verkaufen. Aber das Problem ist, dass diese Finanzpolitik weder generationengerecht noch nachhaltig ist. Und um diesen Aspekt nicht zu verlieren, es zeigt sich doch gerade in Zeiten einer guten Konjunktur, und die Vorredner haben darauf hingewiesen, wie enorm sich auch die finanziellen Spielräume des Landes Hessen erhöht haben, zeigt sich im Übrigen auch, wie schädlich die Schuldenbremse eigentlich ist. Denn sie führt dazu, dass dringend anstehende öffentliche Aufgaben nicht finanziert oder auch notwendige Investitionen in eine immer weiter verfallene öffentliche Infrastruktur unterlassen werden. Und jetzt hat der Finanzminister davon gesprochen, dass die mittelfristige Finanzplanung auch ein Ergebnis ist von ernsten Bemühen der strukturellen Konsolidierung, die die CDU-geführten Landesregierungen in den letzten Jahren unternommen haben. Und was ist denn strukturelle Konsolidierung eigentlich für ein Euphemismus? Weil was bedeutet denn strukturelle Konsolidierung? Sparen auf Kosten der Landesbeschäftigten, Streichung von sozialen Ausgaben, Sozialabbau, Kürzung und Drangsalierung der Kommunen, das alles ist sogenannte strukturelle Konsolidierung. Ich finde, dieser Begriff ist nichts anderes als ein Euphemismus. Und wenn wir jetzt darüber reden, in welche Richtung sich das Land Hessen weiterentwickeln soll, und das sollte ja auch Gegenstand einer mittelfristigen Finanzplanung sein, dann müssen wir auch über den Investitionsstau im Lande Hessen reden. Vor fast genau einem Jahr
hatten wir hier im Landtag eine Debatte. Die hatte damals den offensiven Titel, Zitat, einstürzende Schulbauten, marode Schulen mit Hilfe des Landes sanieren, Kommunalinvestitionsprogramm 2 reicht nicht aus. Und damals erklärte der geschätzte Kollege Hahn, dass er es für eine Unverschämtheit hielte, dass wir einen solchen offensiven Titel da gewählt haben. Sie haben uns beschimpft, wir würden in einer anderen Realität leben. Und jetzt weiß ich nicht, ob Sie auch die Pressemeldungen der letzten Woche verfolgt haben. Vor wenigen Tagen gab es die Meldung, dass in Neuenkirchen tatsächlich eine Schule einsturzgefährdet ist und dass an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Kassel ein Trakt gesperrt wurde, weil die Decken nicht mehr tragen. Nun möchte ich Sie fragen, geschätzter Kollege Hahn, blenden Sie nicht vielleicht einen Teil der Realität aus, oder sind Sie endlich willens, wahrzunehmen, dass es in Hessen tatsächlich Schulbauten gibt, die nicht nur sanierungsbedürftig sind, sondern mittlerweile in einem so gefährlichen Zustand, dass sie nicht mehr genutzt werden können? Würden Sie das zur Kenntnis nehmen? Und vielleicht muss man auch und vielleicht gut, ja, dann umso wichtiger. Und vielleicht sollte die Landesregierung zur Kenntnis nehmen, dass es alles andere als Nachhaltigkeit und generationengerecht ist, wenn man auf der einen Seite ankündigt, in den nächsten Jahren Schulden in einem minimalen Umfang zu tilgen und auf der anderen Seite nicht einmal willens und in der Lage ist, den Sanierungsbedarf in hessischen Schulen überhaupt erst einmal festzustellen und zu erheben. Und wenn jetzt der Finanzminister verkündet, Investitionen würden in eine angeblich historische Höhe steigen, dann ist auch das nichts weiter als eine Nebelkerze. Denn die Investitionen ab 2018, sagen Sie, die werden deutlich ansteigen. Was Sie aber verschweigen, ist, dass im Jahr 2017 so viel Geld für Investitionen nicht ausgegeben wurde wie seit Jahren nicht mehr. Über 280 Millionen € für Investitionen wurden 2017 nicht ausgegeben. Und das ist doch ein ernsthaftes Problem, über das wir reden müssen. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen gibt es natürlich, können sich Baufirmen im Moment vor Aufträgen nicht retten. Übrigens auch, weil die öffentliche Hand jahrelang nicht genügend investiert hat und erst jetzt da ein Umdenken stattfindet, aber auch, weil öffentliche Verwaltungen nicht mehr in der Lage sind, die geplanten und notwendigen Maßnahmen zeitnah umzusetzen, weil sie eben nicht finanziell in die Lage versetzt worden sind, auch das personell abzubilden. Und wenn dann in der mittelfristigen Finanzplanung jetzt höhere Investitionen stehen, dann bleibt doch die Frage, ob diese Zahlen überhaupt das Papier wert sind, auf dem es steht, und ob dieses Geld überhaupt sinnvoll ausgegeben werden wird oder ob Maßnahmen in Angriff genommen werden, um diese Problematiken wirklich anzugehen. Es bleibt dabei, die unter Verantwortung der CDU, zum Teil in Zusammenarbeit mit FDP oder GRÜNEN. Diese Landesregierungen haben die öffentliche Infrastruktur im Lande Hessen erst verfallen lassen. Sie haben Verwaltungen über viele Jahre kaputtgespart. Und jetzt planen sie mit Mitteln, deren Ausgabe überhaupt nicht realistisch absehbar ist. Was wir in Hessen also brauchen, sind nicht schöne Zahlen in der Finanzplanung, die diese Regierung vielleicht oder vielleicht auch nicht umsetzen wird, sondern wir brauchen einen wirklichen Schwerpunkt in milliardenschwere Investitionen in die Bereiche Bildung, Wohnen, ÖPNV, Nahverkehr, Krankenhäuser und Kommunen über die nächsten Jahre. Was Sie allerdings machen, und da ist der Vorwurf ja berechtigt, dass Sie sich mit fremden Federn schmücken. Sie legen lediglich kleine Investitionsprogramme des Landes auf, die Bundesprogramme in kleinerem Maßstab ergänzen und damit aber auch die Probleme im Land nicht einmal erheben und schon gar nicht auflösen. Und wir brauchen also Investitionen in Schulbauten. Wir brauchen ein landesweites Sanierungsprogramm, das seinen Namen endlich verdient. Und wir müssen Schluss damit machen, was Sie immer wieder behaupten, das sei ja eigentlich Aufgabe der Kommunen. Und ich finde, solange die Kommunen nicht finanziell in die Lage versetzt werden, dieser Aufgabe
auch gerecht zu werden, braucht es ein landesweites Schulsanierungsprogramm. Auch in der Wohnungspolitik sind, auch wenn Sie da meinen, Rekordzahlen zu vermelden, auch die kommen ja größtenteils vom Bund, ist nicht abzusehen, wie Sie es schaffen wollen, den Trend, dass sich die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert hat, dass selbst unter Schwarz-Grün fast 29.000 Wohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen sind, wie Sie diesen Trend umkehren. Davon ist auch hier in dieser mittelfristigen Finanzplanung wenig zu merken. Aber absurd wird es, und darüber müssen wir noch einmal zum Ende dann kurz reden, ist, wenn der Finanzminister Globalpositionen von fast 2 Milliarden € in den Haushalt, in die mittelfristige Finanzplanung ab 2020 mit reinschreibt. Sie haben jetzt gesagt, na ja, es könnte um die Absicherung von Haushaltsrisiken gehen, es könnte auch die Zukunftsoffenheit dieser mittelfristigen Finanzplanung, falls sich die Mehrheiten ändern, ein Grund dafür sein. Aber, und da frage ich Sie, steht nicht auch zu befürchten, dass Sie noch mit weiteren umfangreichen Steuersenkungen rechnen, Steuersenkungen wie in der Vergangenheit, die insbesondere diejenigen begünstigen, die eh schon ein hohes Einkommen haben? Mich würde das nicht überraschen. Oder, wenn man es noch einmal anders zuspitzen will, haben Sie keine Ideen für die Politik der nächsten fünf Jahre, mit denen Sie jetzt auch in einer mittelfristigen Finanzplanung Ihre Schwerpunkte abbilden können? Also beides würde mich doch sehr besorgen. In dieser Finanzplanung haben Sie noch einmal dokumentiert, in Hessen sind Schulen mitunter marode, werden ihren heutigen Anforderungen nicht gerecht. Bezahlbare Wohnungen werden knapp, Investitionen in Krankenhäusern, ÖPNV und in Kommunen werden unterlassen. Aber Sie feiern sich unabhörlich für eine schwarze Null, die die Schuldensituation des Landes Hessen auch überhaupt nicht verändert. Gut, dass Sie das heute hier auch noch einmal deutlich gemacht haben. Wir hoffen, dass viele Menschen Kollege Schalauske, kommen Sie bitte zum Schluss. Mein letzter Satz, dass viele Menschen davon mitbekommen haben, sich im Oktober entscheiden können. Für uns bleibt klar, wer wirklich die politische Richtung in diesem Land verändern will, wer mehr Investitionen in unser Gemeinwesen möchte, der muss auch die Menschen mit hohem Einkommen, mit großem Vermögen in dieser Gesellschaft gerechter an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen. Und deswegen ist es auch wichtig, hier im Hessischen Landtag für eine gerechtere Besteuerung der Reichen und Vermögenden zu kämpfen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Kaufmann, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe jetzt ein bisschen ein Problem, nachdem ich drei Oppositionsrednern hintereinander zuhören durfte. Aber ich nehme ein Stichwort des Kollegen Hahn auf. In der Tat, bescheiden im Intellekt, das kann man diesen drei Rednern durchaus bescheinigen. Und es bestätigt sich in meinen Augen auch ein bisschen das Sprichwort, Iudex non calculat, Herr Kollege Hahn. Denn die beiden Juristen, die hier zum Finanzplan vorgetragen haben, sie haben sich eher irrlichternd in den Zahlen bewegt, als dass sie irgendetwas richtig dargestellt hätten. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Wahrheit über eine ungewöhnlich erfolgreiche Finanzwirtschaft in Hessen, die von der Koalition von CDU und GRÜNEN strategisch eingeführt und Schritt für Schritt umgesetzt worden ist. Denn in dieser Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2022 zeigt sich in der Zusammenstellung der Daten nicht nur die Bilanz seit 2014, es zeigt sich auch die Quantifizierung der Perspektiven für die kommenden Jahre. Darüber wurde ja auch schon gesprochen. Unsere Finanzplanung wird ansonsten ja meist, der Finanzminister wies darauf hin, im Zusammenhang mit dem Haushalt diskutiert. Diesmal ist das anders, weil wir einen Doppelhaushalt haben, und das ist ausgesprochen begrüßenswert. Denn wir haben der Finanzplanung jetzt Gelegenheit, endlich einmal einen den ihr gebührenden Stellenwert tatsächlich auch zuzubilligen. Meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013 wurde als Ziel festgeschrieben, spätestens im Jahr 2019 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Unter strukturell verstanden wir und verstehen wir nicht nur ein ausgeglichenes Vollzugsergebnis, sondern auch
dass bereits die planerische Vorgabe auf neue Kredite verzichtet. Der heute hier zur Debatte stehende Finanzplan dokumentiert, dass dieses Ziel uneingeschränkt erreicht wurde. Für die beiden vergangenen Jahre haben wir es im Ergebnis geschafft, und für die beiden Jahre des Doppelhaushalts und die weitere geplante Zukunft findet eine Netto-Neuverschuldung planmäßig nicht mehr statt. Wir sind also insgesamt in der Konsolidierung der hessischen Staatsfinanzen deutlich schneller vorangekommen als ursprünglich vorgesehen und haben damit die Ziellinie bereits durchlaufen. Was nicht heißt, dass wir uns jetzt ausruhen, sondern das sehen Sie an dem Plan auch, dass ambitioniert weiter finanzwirtschaftliche Perspektiven aufgegriffen werden. Meine Damen und Herren, das Ergebnis, das bisher erreicht ist, ist natürlich besonders erfreulich, zumal zu Beginn der gemeinsamen Haushaltspolitik der Koalition durchaus sehr viele skeptische Stimmen vorhanden waren. Und nicht nur bei der veröffentlichten Meinung, sondern insgesamt auch in diesem Hause. Deswegen wiederhole ich die Anmerkungen, die es schon bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts von mir gab. Das erreichte Ergebnis ist hart erarbeitet. Konsolidierung ist immer auch mit Einschnitten verbunden. Und wir haben dabei ja nicht nur hier heftige Kritik zur Kenntnis nehmen und ertragen müssen. Und dass wir den klaren Kurs desungeachtet gehalten und erfolgreich ins Ziel gebracht haben, das zeigt der aktuelle Finanzplan und bestätigt das in nachprüfbaren Zahlen. Meine Damen und Herren, ich bin ja schon auch ein paar Jahre hier in diesem Hause und kümmere mich um die Haushaltspolitik. Ich kann mich an keine Finanzplanung erinnern, die den Vorsorgeaspekt so stark berücksichtigt wie dieser Plan. Vorsorge heißt dabei, wir bilden Rücklagen für die Verpflichtungen, die auf uns zukommen können, und für schlechte Zeiten. Damit wir auch bei plötzlich auftretenden Mindereinnahmen gut aufgestellt bleiben, stellen wir Mittel in die Konjunkturausgleichsrücklage. Damit wir bei plötzlich auftretenden zusätzlichen Bedarfslagen handlungsfähig sind, dann füllen wir die Zentrale und die Ressortrücklagen. Wir geben eben nicht alle verfügbaren Mittel aus, wie es in der Vergangenheit schon geschah und wie wir auch von politischen Mitbewerbern durchaus gefordert sehen. Meine Damen und Herren, übrigens haben wir, und das können Sie an dem Finanzplan auch ablesen, der Kollege Hahn meldet sich ja gerade so nett, die wiederholten Behauptungen der Opposition und gerade von Ihnen, Herr Hahn, Schwarz-Grün würde Wahlgeschenke verteilen. Mit diesem Finanzplan strafen wir diese Behauptung eindeutig Lügen. Unser jetziges Wahlgeschenk gilt einzig der Nachhaltigkeit und beinhaltet eine deutliche Verstärkung der Rücklagen, also ein Mehr an Finanzierungsmöglichkeiten und Handlungsspielräumen in der Zukunft. Herr Hahn, Sie könnten es ruhig zugeben, hinter dem Busch, hinter dem Sie uns gesucht haben, haben Sie bisher nur mit der FDP immer gesessen, genüsslich die wärmende Abendsonne genossen und der Beförderungen abwartend und den Geschenkkorb voll Zuversicht streichend. Ich finde es schön, dass Sie heute hier durchaus zugegeben haben, dass das nicht immer erfolgreich war. Das Wahlergebnis von 2013 zeigt es gerade in Ihre Richtung ja überdeutlich. Meine Damen und Herren, ich sagte bereits, der Finanzplan gibt die finanzwirtschaftlichen Perspektiven der Regierungspolitik dar. Er umschreibt damit auch den absehbaren Finanzierungsrahmen für die kommenden Haushalte. Wir zeigen deutliche Kontinuität in den vielen Maßnahmen und Programmen, die wir angefangen haben und die mit dem Doppelhaushalt, spätestens Doppelhaushalt 2018-19, etatisiert wurden. Die Ihnen bekannten, aber immer wieder wiederholenswerten Stichworte sind dabei Gebührenfreistellung im Kindergarten, das Sozialbudget, das Klimaschutzprogramm, das Schülerticket, das Jobticket für die Bediensteten, die Wohnungsbauprogramme, die Entschuldung der Kommunen, Stichwort Hessenkasse, und ein kommunaler Finanzausgleich, der bis 2022 auf rund 6 Milliarden € ansteigen wird. Das sind nur einige Beispiele. Meine Damen und Herren, wir werden, und auch das ist dem Finanzplan zu entnehmen, keine Mittel für den Länderfinanzausgleich ab 2020 mehr bereitstellen müssen. Allerdings findet, wie Sie wissen, der Ausgleich ab dann über die Umsatzsteuerverteilung statt. Somit starten wir in die 20er Jahre
mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Auch das steht im Plan. Das gilt bereits ohne steuerpolitische Entscheidung auf Bundesebene. Aus Sicht eines Finanzpolitikers bedeutet dies in der Konsequenz, dass eine Grundvermutung, dass die Einnahmen nur so sprudelten, wie sie ja auch hier teilweise geäußert wurde, sehr gewagt wäre. Richtigerweise trifft der Finanzplan denn auch Vorsorge für Veränderungen im Steuerrecht, die je nach Blickwinkel von dem einen ersehnt und von dem anderen eher befürchtet werden. Wir treffen mit dem Plan keine Vorentscheidungen, sondern wir treffen Vorsorge. Meine Damen und Herren, damit unterscheiden wir uns sehr deutlich z.B. von der SPD-Opposition, die ja, und das deutete ich bereits an, eine drastische Steigerung der Ausgaben nicht nur in ihrem Programm ankündigt. Was die verehrten Kollegen in den vergangenen Jahren und Monaten auf diesem Gebiet sich bereits geleistet haben, hat der Kollege Boddenberg uns ja schon deutlich dargelegt. Es wurde kontrovers behandelt, aber Sie merken, dass die Zahlen durchaus richtig zusammengestellt sind. Man kommt in Summe auf über 3 Milliarden €. Meine Damen und Herren, auffällig ist dabei besonders, dass es als Fehlen von Finanzierungsvorschlägen. Sie wollen es nicht gerne hören, aber es bleibt doch wahr. Die Roten lieben rote Zahlen und wissen nicht, wie sie wollen es bezahlen. Meine Damen und Herren, von Ihnen, in dem, was Sie bisher dargestellt haben, ist der einzige Finanzierungsvorschlag immer der Griff in die Vorsorgeschatullen. Man könnte dem aktuellen Wahlprogramm, Klammer auf Entwurf, mehr kenne ich bisher nicht, der SPD auch weitere Finanzierungsvorstellungen entnehmen. Zum Beispiel Erbschaftssteuer, Sie haben es beschlossen, aber noch nicht veröffentlicht. Zum Beispiel Erbschaftssteuerreform, Vermögensbesteuerung, höherer Spitzensteuersatz. Das sind alles Aspekte, die da stehen. Meine Damen und Herren, man könnte das zur Finanzierung ja ins Auge fassen, wenn es in der Koalitionsvereinbarung eben dieser SPD auf Bundesebene, und das ist der Ort, wo die steuerpolitischen Entscheidungen tatsächlich getroffen werden, wenn das da irgendwas von drinstehen würde. Das ist allerdings nicht der Fall. Insoweit können wir, was die Finanzierungsseite angeht, ganz eindeutig feststellen, bis 2022 ist mit keiner Finanzierung der hessischen SPD-Milliardenträume zu rechnen. Das nennen wir leere Versprechen, und das ist genau die zutreffende Bezeichnung. Meine Damen und Herren, der Kollege Schmidt hat in seiner Pressemitteilung vom 15. Juni die Finanzpolitik der gegenwärtigen Regierung windig und wirr in Abwandlung eines legendären Zitats von Adolf Thünen deshalb genannt, weil er und nur deshalb, weil er den Plan nicht richtig gelesen hat. Verehrter Kollege Schmidt, das will ich Ihnen kurz noch sagen. Nicht 34 Millionen € stehen für geförderte Kollege Wohnungen. Kollege Kaufmann, etwas ich komme kürzer, sofort die zum Schluss, Frau Präsidentin. Nicht 34 Millionen €, sondern 305 Millionen € stehen für geförderte Wohnungen z.B. im Jahr 2020 zur Verfügung. Das ist neunmal zu viel. Und das, was Ihre Behauptung und Ihre Empörung stützen soll, ist schlicht und einfach die Unfähigkeit, genau zu lesen. Und deshalb ist es eigentlich müßig, sich mit weiteren Behauptungen von Ihnen zu befassen. Ich werde es nicht tun. Ich will Ihnen nur noch zum Abschluss das Kollege Zitat, Kaufmann, letzter mein Satz, letzter Satz, bitte. Das Zitat in seiner ganzen Schönheit kundtun, wahr und klar, wie Haushaltswirtschaft zu sein hat, ist das alles nicht, sondern unüberlegt, windig und wirr und nicht ganz seriös. Das macht die SPD. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Schmidt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zur Wohnungsbausache, wie Sie rechnen, habe ich Ihnen ja in Ihrem Wohnraum-Investitionsprogramm aufgezeigt, wo Sie sagen, Sie geben 257 Millionen € aus, aber die jährliche Belastung beträgt zwischen 3,8 und 7,1 Millionen €. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen, wie Sie auf die 300 Millionen € kommen. Aber ich will mich noch einmal auseinandersetzen mit der Frage, was sind die Finanzierungsvorschläge der SPD?
Wir haben, wenn Sie noch einmal sehen, Ihr Versprechen war, die sächlichen Ausgaben auf 1% Steigerung zu gefrieren. Schauen Sie sich einmal an, die sächlichen Ausgaben sind über 2 Milliarden € in Ihrer Regierungszeit gestiegen. Wir glauben, dass wir kurzfristig mit 50 und mittelfristig da mindestens 100, wenn nicht sogar 150 Millionen € rausholen kann. Und weiterhin, das bleibt dabei, die politische Führung in Hessen ist mit über 200 Millionen € im Vergleich zu anderen Ländern übersetzt. Da werden wir rangehen. Aber warum ich mich insbesondere zu Wort gemeldet habe, ist die Frage der Einnahmeseite. Wissen Sie, Hessen gehört zu den 3 Bundesländern. 13 anderen haben eine Wasserbenutzungsgebühr eingeführt. Da will ich gerade Ihnen Grünen, das war Ihr Wahlversprechen, dass Sie auch einführen. In Baden-Württemberg gibt es eine harte Diskussion, dass die Grundwasserabgabe, diese Wasserabgabe zahlen müssen, die Kohlekraftwerke, gute Kohlekraftwerke, sage ich mal in Anführungszeichen, die verhältnismäßig sauber sind, wie in Mannheim, in Karlsruhe, aber sie den Wettbewerbsnachteil gegenüber solchen Kraftwerken wie auch Staudinger beklagen, wo eine solche Abgabe eben nicht abgeführt werden. Und für Grüne ist auch, da reden wir über 60 bis 70 Millionen €, ist gerade diese Frage unter finanziellen Gesichtspunkten, unter ökologischen Gesichtspunkten wirklich ein Armutsspiel, meine Damen und Herren. Und das sollten Sie sich merken. Allerletzter Satz. Wir sind ja in der Frage der Fußball-Weltmeisterschaft. Zu Ihrem Einführungssatz, Herr Kollege Kaufmann. Ein wunderschönes Zitat von Laura von Tocher, die ein Fußballspiel kommentiert hat und gesagt hat, wenn der Kopf funktioniert, kann es das dritte Bein sein. Sie, meine Kollege Damen und Herren, Schmidt, die 2 Minuten Herr Kollege sind Kaufmann, zu Ende. Sie stehen weiterhin auf 2 Füßen an dieser Stelle. Kollege Kaufmann zur Erwiderung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Schmidt, ja, ich stehe weiterhin auf 2 Füßen und das auch ganz gerne, weil Sie wissen ja, in der Politik kommt es öfters darauf an, die Sache vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und das genau deswegen ist die sozusagen tatsächliche Bezogenheit mit den Realitäten, mit dem Grund auch richtig. Ich will jetzt nicht versuchen, hier eine Haushaltsdebatte zu führen über die diversen Aspekte. Ich kann nur eines sagen, verehrter Kollege Schmidt. Jemand, der dauernd zu jedem Haushalt und auch dazwischen immer wieder fordert, mehr auszugeben, ist der optimale Kronzeuge dafür, anderen das vorzuhalten. Der Unterschied zwischen uns beiden ist nur, die Regierungsmehrheit finanziert das, was sie ausgibt, solide. Bei der SPD fehlt dazu jeder Vorschlag. Vielen Dank. Damit ist die Debatte zu Antrag 50 Tagesordnungspunkt 50 beendet und der Antrag 65/42 wird in den Haushaltsausschuss überwiesen.